Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir sind noch in der verbotenen Zone. Wollen wir die mal überschreiten. Und aktuell haben wir nur eine Mission. Ich glaube von John. Zumindest von seinem Sohn, dass wir mit dem angeln gehen. Bevor wir die machen, würde ich aber ganz gerne kurz zu unserem Healer des Vertrauens. Haben wir hier auch Kopfgeld? Also, wegen Strawberry ist das noch. Ist nicht Blackwater, ist also gar nicht so schlimm. So, da wollen wir hin in die Emerald Ranch, weil wir haben so viel Goldringe, Platinarmbänder. Was ist denn da? Man will mich angreifen. Hilfe! Wölfe, die kugelsicher sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Was ist denn das für ein Teil? Sterb doch mal. Das ist aber vielleicht. Das war doch nur ein normaler Wolf. Na gut, ich habe auch sehr scheiße getroffen. Pferd, alles in Ordnung. Hab den Wolf gerade so erledigt. Aber gerade so. Was ist das hier für ein Stall? Ne, genau, wir haben so viel Platinringe und Mist aufgesammelt. Das müssen wir jetzt endlich mal zu Geld machen. Was ist denn hier los? Kann man bestimmt ausrauben. Wir schauen uns das mal an. Merkwürdig. Na, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Tastatur hängt mal wieder. Oh, Kistchen. Und da oben liegt einfach ein Engländer rum. Also dieser Schraubenschlüssel. Okay, Schmuck. Finde ich nett. Was haben wir da noch? Irgendeine Wurzel? Keine Ahnung, kann ich nicht aufnehmen. Ansonsten sieht es hier mau aus. Nicht mal eine Premium-Zigaretten-Ding. Hat es von da unten geklopft? Hallo? Kriegt man das auf? Nö, sieht nicht so aus. Und auch hier verrammelt bis oben hin. Okay. Soll man anscheinend gerade nicht rein. Schade. Habe ich da gerade hingewurstet? Geapfelt. Sieht ein bisschen danach aus. Aber wenigstens haben wir Schmuck gefunden. Den können wir dann auch veräußern bei Seamus. Dann können wir vielleicht ein paar coole Sachen noch kaufen. Oh, der hat einen Hundbegleiter. Das wollte ich auch. Ja, ja. Aber nur weil du einen Hund dabei hast, deswegen tue ich dir nichts an. So, achso, wir brauchen auch noch ein bisschen Fleisch. Das ist richtig, und zwar gutes. Ein Gabelbock. Ein schlechter Gabelbock. Ich will einen besseren. Ein paar mehr Sternchen. Ah, die Kutsche ist. Wir könnten die ausrauben. Der will mich bestimmt ausrauben. Was willst du? Bist du da sicher? Ich bin bewaffnet. Hey, ich hab's gewusst. Also mit meinem Pferd? Ja, es war ein netter Versuch, aber diesmal war ich vorbereitet. Das Event kenne ich schon. Oder so ähnliche. Ich glaube, das kommt öfter vor. Zumindest haben wir guten Brandy bekommen. Und da ist noch was. Hä, was will mich da unten jagen? Gesetzeshüter? Warum? Nur ein erwischt damit. So, eins, zwei. Pferd ist auch noch frisiert. Das tut mir immer so leid. Wer seid ihr, Jungs? Hab euch nichts getan. Also jetzt schon, aber ohne Dead Eye wäre ich sowas von tot gewesen hier. Es liegt aber daran, dass ich noch nicht die guten Waffen habe.
So, apropos gute Waffen, wir essen jetzt erstmal wieder was, dass wir mit Dead Eye auch auffüllen können. Auch unser Pferd kriegt auch eine Möhre. Vielleicht kriegst du eine Möhre. Nee, lieber nicht. Das ist noch bei guter Gesundheit. So, ich wollte doch nur zum Hehler und werd beschossen, überfallen, vom Pferd geschubst. Hör einen verlockenden Zug im Hintergrund. Naja. Soll sich ja auch lohnen, der Besuch bei Seamus. So. Hat mein Dynamit einfach so verbraten. Ich dachte, das ist wie eine Handgranate jetzt und ich erwisch alle auf einmal. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Ja, wenigstens sind die alle verheiratet und greifen mich auf offener Straße einfach so an. So Satteltasche auch mal durchsuchen. Ein Pferd wird sich daran zumindest nicht so sehr stören. Also jetzt nicht mehr. So, zwei Leichen haben wir noch und dann können wir hoffentlich endlich mal weiter. Was ist denn das für eine Pflanze? Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Sammeln und untersuchen. Was bist du? Klettenwurzel. Sieht ein bisschen aus wie eine... Vom Bild wie eine Distel. Aber Disteln gibt es ja auch noch. Und Disteln sind meiner Meinung nach eher stachelig und gar nicht so lila. Egal. Sammeln wir mal alle. Wehe, der gibt sich hier als Zeuge. Ich sammle hier nur Klettenwurzel. So. Komm mal hier, mein Pferd. Tja. Der ist auch erstaunt, was hier so abgegangen ist. Und dafür kann ich ja nichts. So, ich glaube, wir haben alle... Nee. Da liegt ja noch einer. Und sagt nichts. Also, das finde ich unfreundlich. Gut. Graviert und Platin. Jetzt aber. Ja. Ab zum Healer. Das sind eigentlich coole Tiere hier unterwegs. Hätten wir alle mal scannen können, aber ich will echt mal ein bisschen wieder Geld machen. Hab mir jetzt so schöne Outfits gekauft. Ja, war nicht billig. Sollten die vielleicht auch mal wieder wechseln. Ich wollte ja eher das Rote, was ich mir gekauft habe. Ist das eigentlich auf dem Pferd verfügbar? Revolverheld Sommer. Nee. Müssen wir im Camp dann machen. Nee, gut. Kann auch keine Gegenstände benutzen, wenn ich so schnell reite. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, wer schießt? Was ist das für ein cooles weißes Pferd? Here we go. Das gehört bestimmt dem. Obwohl, das hat keinen Sattel. Das müssen wir kurz ansehen. Appaloosa. Okay, nicht schlecht. Wie gesagt, die weißen Pferde, die trecken so schnell ein. Vielleicht doch sein Pferd. Nicht schlecht. Ich bin jetzt erstmal zufrieden. Der darf sein Pferd kurz noch behalten, bis ich ihn in einem geschickteren Moment mal wieder begegne. Ja, das packt man noch weg. Okay, wann haben wir den Gabelbock? Das ist doch schon eine Weile her. Wieso aktualisiert das jetzt erst? Truthahn. Östlicher Wildtruthahn. Und ein kleiner schöner Bauernhof. Mit schönen Schweinen. So, ich glaube, der mag es nicht, dass wir hier rumschnüffeln. Mischen wir ja auch nicht unbedingt. Wir haben ja viel wichtigere Pläne. So. Aber echt eine geniale Landschaft. Oh, sorry fürs abrupte Umsehen. Ich dachte, hinter mir schließt mal wieder jemand auf. Anscheinend nicht. Sehr wusch.
Wollte gar nicht anhalten. Oh, ein Kaninchen. Ein Eselhase. Ja, so ein Esel. Und da unten haben wir auch einen. Wir können ja mal dieses Warmengewehr ausprobieren. Wozu haben wir das denn? Für Kleinvieh. Weil das bekanntlich auch Mist macht. There we go. Ich sehe jetzt aber weder Enten noch Hasen. Alle vor mir weggelaufen. Ist das ein Boot oder? Ja, sieht nach Boot aus. Mit zwei, drei Leuten drauf. Alles klar. Ich dachte schon, es wäre irgendwie ein Grafikbug. Obwohl das Spiel ja praktisch bugfrei ist. Also ich habe zumindest nie einen groben erlebt. Ja, scheiße. Die Enten wären es jetzt gewesen. Und was ist da oben? Eine Möwe. Möwenfleisch schmeckt, glaub nicht. Und da oben kommen wir nicht ran. Aztekenmöwe. Ja, kein Wunder, ist die gerade ausgestorben. So, wie gesagt, da kommen wir eher nicht ran. Oh, ein cooles Haus hier. Na gut, weiter Richtung Emerald Ranch. Muss ich warten, bis ich ein Kaninchen oder eine Ente schieße. Biete ich mir das ein oder höre ich ab und zu Schüsse? Ich sehe aber nichts auf der Karte. Ah, doch, vor mir. Da wird jemand überfallen. Pech für euch. Oh je, er ist gestürzt. Und jetzt ist er tot. Ja, ist ja gut. You all right there? Ain't gonna harm you anymore. I don't hardly know what to say. Danke schön. Thanks, I guess. Ja. Done me a service. Hey, look, gern geschehen. The stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. But ain't stealing if it's already stolen. Got that right. Word of advice? You see anyone might could be in O'Driscoll? Head the other way. Der hört schon nicht mehr zu, Arthur. Echt, die haben es nicht geschafft, das Schloss aufzuschießen. Ja, aber blöd. Ich krieg das hin. Da ist aber nicht viel drin. Na doch, eine Geldklammer eventuell. Nee. Toll. Da war echt nur Scheiße drin. Ah, die Kutsche ist relativ gut. Die können wir zu Seamus mitnehmen. So, O'Driscoll, der andere ist hier. Ach, dafür gehe ich nicht runter. Aber die Kutsche nehmen wir. Sogar mit vier Pferdchen. Da müssen wir kurz rückwärts ausparken. Und rum mit euch. Also das wird sich lohnen. Ich schätze, die ist so 40, 50 Dollar wert. Ist jetzt auch nicht viel, aber inflationsbereinigt schon einiges. Nee, also damals war das schon viel für unsere Verhältnisse bei dem, was ich hier raushauen kann. Im Spiel an Geld ist es wirklich nicht viel. Ah, das ist ein Problem für später. Besser die 50 Euro haben, als nicht zu haben. Wieso waren die alle bewaffnet? Ja, sah nur unfreundlich aus. So, nach Valentine hätten wir links rum gemusst. Aber da wollen wir ja erst in der nächsten Instanz hin. Will die Kutsche jetzt noch nicht komplett kaputt machen. Ich brauche das Geld. Nachdem ich so modeshoppen war letzten Mal. Glaub, wir hatten fast 400 Dollar. Dann waren es gegen Ende nur noch 150. Also wie ein normaler Arbeitstag bei mir. Außer, dass ich so ein hohes Startkapital habe. Uiuiuiuiuiui. Die Kutsche sollte heil bleiben. Ach, ich habe vielleicht mal einen Fahrstil hier. Ich habe aber auch noch nie einen Kutschenführerschein gemacht. Aber zumindest vor kurzem den Motorradführerschein.
Habe ich vielleicht schon mal erwähnt, während Red Dead Redemption. Boah. Kann man mal machen. Nicht so schlecht. Bin aber nicht komplett Motorrad begeistert. Das muss ich auch sagen. Aber ist ganz nett. Und ich mag mein Motorrad. Das ich mir dank meiner Eltern schon mal kaufen konnte. Hat in Anführungszeichen auch nur 4000 gebraucht gekostet. Ja, die Pferde wollen gerade nicht. Passen ja alle überhaupt rein. Muss das halt jetzt meinen Eltern wieder zurückzahlen. Ist aber zumindest zinsenfrei. So, wie viel Geld kriege ich denn? Was heißt fein? Beste Kutsche deines Lebens. Und sag mir, wie viel es wert war. $25 nur. Hast du ein Rad ab? Sei froh, dass ich dich brauche, sonst würde ich jetzt auf dich schießen. Oh, das ist ja nichts wert. So, der macht seinen typischen Move. Kommt nicht rüber und steigt da. So, ja, ja. Alles verkaufen. Zumindest davon. Goldohrstecker. Starkes Schlangenöl. Nee, für mein Dead Eye ist das ja gut. Ich bräuchte nicht neu. Materialien, Ausrüstung vielleicht. Hier, goldene Taschenuhr. $50 für alle. $60 für alle Platin. Und 40 für alle Silbernen. So, Platin-Halskette nur $10. Mensch, war das billig. Ja, so geht's, glaub ich, schneller. Den Stift würde ich gerne als Andenken behalten. So. Den haben wir ja bekommen, indem wir einen verschont haben. Und schaut mal, wieder 500 Öcken. Also, ich will noch was kaufen. Der hat zumindest immer gutes Dynamit und sonstigen Kram. Ja, das dachte ich mir. Wurfmesser, Bohnen, Dosenerbsen, schwarzgebrannter Raubtierköder, Dietrich. Oh, warum nicht? Nice. Henkermaske, ja damit. Braune Sackmaske, Metallschädelmaske, Psychomaske, Giftpfeile, Magenbitter. Oh, Giftpfeile nicht unbedingt im Moment. Die finden wir auch anders. Oh, bist du ein schöner Hund. Du bist doch ein... Was für eine Maske? Weil du sie mir verkauft hast. Ich glaube, das ist ein Australian Shepherd. Schauen wir mal nach. Ja, so ein schöner Junge. Ja, oh, ich hätte schon gerne einen Hund. Ja, bist du ein guter Junge. Ja, was für ein schönes Tier. Ach, ich mag das Spiel. So, ich würde gerne die Maske wieder absetzen. Ich mag die Psychomaske. Hat keiner eine Ahnung, dass ich das bin. So, sie ist abgesetzt. Und Psychomaske, kann ich die hier drin auswählen? Also, wenn dann hier... Nee, das muss ich irgendwo anders noch auswählen. Ach, genau hier. Können auch den Sack aufziehen. Find das immer am sinnvollsten. Braune Sackmaske. Hey, meine braune Sackmaske. Auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Psycho, Sack und Psycho. Ach, lass mal's doch mal bei Psycho. So, weg damit. Weg damit. Sehr schön. Das hat doch alles geklappt. Dynamitbestand ist wieder ganz oben. So soll das sein. Und Wegpunkt wegmachen. Und jetzt einmal nach Valentine zur Mission. Ich bin echt gut im Geld ausgeben. Du hast schöne Schafe. Das muss man mal untersuchen. Und du hast ein ganz cooles Pferd. Wäre der jetzt nicht da, hätte man eins von den Schafen stehlen können. Naja, sei es drum. Gibt noch andere Schäfer, die Schafe haben, die rumlaufen. Ich weiß nicht, ob man mit dem Varmint Rifle auch sowas wie einen Bock erschießen kann. Vielleicht mit Kopfschuss ja, aber ist halt sehr kleinkalibrig. Und da ist ein Kaninchen.
Mal sehen, ob das was gebracht hat. Rennt es noch weg? Ihr habt doch getroffen. So eine Scheiße. Nicht mal mit Deadeye. Ja, wie gesagt, kleines Kleinkaliber. Ah, da muss das schon mit ordentlich Kopf rausstrecken vor mir sitzen, damit ich da was treffe. Da haben wir noch ein Camp. Können ja kurz mal vorbeischauen. Hallo sagen. Liegt luftlinienmäßig eh auf dem Weg. Vielleicht haben die ja was Wertvolles für mich. Er sieht. Na, bisschen was. Ist da überhaupt jemand da? Ich sehe niemanden. Dann don't mind if I do. Das sind jetzt meine Cracker. Und mein Dosengemüse. Und ich kann anscheinend nicht mehr Dosengemüse aufnehmen. So, irgendein Rezept hier oder was anderes Cooles. Ah, da hinten gibt es noch ein bisschen was. Kekse. Ja, mit den Keksen. Deswegen sollte man sein Dosengemüse aber nicht unbewacht lassen. Dann kommt jemand und mopst es einfach. War eine wilde Zeit damals. So. Auf zum Camp. Sagte er und sah einen Rotfuchs. Will unbedingt die Waffe ausprobieren. Scheiße. Da wäre eine andere besser gewesen. Ja, das Varmint Rifle halt. Was machst du? Nix. Müssen wir doch irgendwie das Springfield Rifle mal ausstatten mit einem Zielfernrohr. Warum nicht? Aber erstmal macht man die nächste Mission und dann können wir ja in Valentine nochmal den Waffenschmied aufsuchen. Oder den Waffenhändler. Büchsenmacher. Ich glaube, so heißt es offiziell. Oh, das hat beinahe eine irre Auto-Unfall gegeben. Auffahrunfall gegeben. Mensch, ich liebe das Wetter und die Atmo in dem Spiel. Das ist echt gigantisch. So, vielleicht sollten wir noch ein bisschen uns stärken. Mit einem Stück Käse. Ja, das ist gut fürs Deadeye. So, muss kurz einen Schluck trinken. Wieder komplett fusselig gelabert. Immer schön rein mit der Apfelschorle. Ja, zumindest ziemlich erfrischend. Vor allem an so einem feucht-warmen Tag. Also ich habe nichts gegen Hitze, aber ich habe was gegen feuchte Hitze. Das ist einfach nicht das, womit ich gut klarkomme. Zumindest aktuell nicht. Boah, jetzt ist aber richtig düster geworden. Ich glaube, da schlafen wir erstmal eine Runde im Camp. Tut den Kern eh gut. Will die nächste Mission nicht nochmal im Dunkeln machen. So, Waffen weg. Pferd kann sich selber parken. So. Oh, mehr Ausdauer für mich. Die Leiste ist schon echt hochgegangen. Achso, ich glaube, wir haben gerade ein Fest. Sehr gut. Ja, das klingt gut. Sean ist ja zurück. Mr. McGuire is back. So come on. Let's have ourselves a party. So everything's going to be okay. Ja, da können wir mal ein bisschen zusehen. So spannend ist es nicht, aber ist zumindest mal ein schönes Event und sobald wir schlafen, ist es halt weg.
And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. It'll be nothing but the finest game in the pot. Now, Deadeye Maguire's back. Ah, ich glaube, wir müssen uns hier zusetzen. We'll have this camp running like clockwork. Eingießen, Kaffee, so spät am Abend immer doch. Ich versuch's. Meine Animation geht gerade nicht. Can we drink now, please? Yay, trinken. Gut. Hey. Oh, das stimmt. Und hier können wir was trinken? Trinken? Hier ist ein Trink-Icon. Ah, Bierflasche. Oh, und trinken. Ja, das tut der Ausdauer gut. Jo. Zu singen anfangen. Ach, ich finde das cool. Ach, das finde ich wirklich nett. Das ist auch ein tolles Lied. Sehr gut. Ich brauche noch ein Bier, damit ich das aushalte. So, oder ein Eintopf. Kann ich Eintopf essen? Ja. So. Bisschen Bonding mit der Bande muss ja auch sein. Also bisschen... Wow, Bonding halt. Sich verbunden fühlen. Und saufen. Was passiert, wenn ich mich setze? Kann man dann was machen? Erzählt Sean was? Ah, ich kann einfach weggehen. Dutch hat da so ein... Oh Gott, wie heißt es? Nicht Megafon, wir nennen es einfach Grammophon. Oh. Ausruhen am Lagerfeuer. Okay, ich glaube, wir haben genug gefeiert. Das reicht ja auch. Ich nehme mir noch ein Bier, ein Schlafbier. Mr. Morgan. Hallo, Reverend. Reverend. Hallo. 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 What do you want? I'm not quite sure. Das ist schon okay. Ich brauche auch noch ein Bier. So, und dann ab ins Bett. Wir können ja auch mal ablösen und mit Dutch tanzen. Vielleicht auch nicht. Also ich pack mich jetzt hin. Oder ich ziehe mich nochmal um. Vor den Leuten aller. So, Outfits. Was wollen wir denn überhaupt auf dem Pferd haben? So, da sind die neu gekauften da unten. Muss das mit hier den Pfeiltasten machen, das geht einfacher. Auswählen.
Und das, wie kann ich die von meinem Pferd auf Pferd lagern, vom Pferd entfernen? Okay. Sommerheld entfernen, ja, geht das irgendwann auch wieder nach oben? Achso, weil meine Maus drüber hovert. Geht das immer wieder dahin? Revolverheld auch vom Pferd? Dann finde ich eigentlich so ein Revolverheld Winter eigentlich ganz, ganz nett, aber so wichtig ist es nicht. Verfolger und Cumberland sieht jetzt sehr ähnlich aus. Cumberland nochmal ein bisschen ähnlicher. Ich glaube, das ziehe ich auch an. Milzani aus Pferd und dann... Ja, vielleicht hier entweder Schläger oder Gesetzloser. Ich wäre für Schläger. Rauf aufs Pferd. So, wunderbar. Und gute Nacht. Nicht untersuchen. Gute Nacht. Och, was soll's. Bis zum Mittag. Hab ja so viel gesoffen. Gut, nur 3 Bier, aber trotzdem. Da muss man sich auch von auskurieren. Was wollte ich noch außer der Mission? Ah ja, zum Büchsenmacher. Und schadet vielleicht auch nicht, hier ein bisschen Geld reinzustecken. Ja, ja, wilde Nacht. Geld spenden, Beitrag erhöhen. Ah, wie großzügig sind wir. Sehr großzügig. Ah, scheiß drauf alles. So, ich habe kein Geld mehr. Ah, lohnt sich's, neues Geld zu beschaffen. Hallo, Herr Strauß. Wie läuft's mit Kunden? So. Hey, Arthur. Hallo. Glaub nicht, dass das die Angelmission ist. Oh, ich back grad ein bisschen. Told me something about a train. Oh. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. Da ist was dran. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Ich hab's Dynamit. For Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Na gut. So, können wir irgendwann den Wagen stehlen? Das ist ja wunderbar. So, ich glaube, wir können jagen gehen mit Charles. Und ansonsten haben wir doch Ziele zum Ausrauben bekommen. Hier ist ein Al. Warum auch immer. Da ist ein Micah. Warum auch immer. Oh, ich könnte sogar hier in Valentine den Wagen stehlen. Und das wäre praktisch. Ja, es geht. Scheiße, ich habe jetzt kein Geld mehr für Waffen. Ah, ich habe eine Lösung dafür. Ich weiß, wo ein Goldbarren ist. Jagen will ich gerade eigentlich nicht. Hallo. Ich kenne nämlich das Versteck von einem Goldbarren von was weiß ich, wie vielen hier versteckt sind im Spiel. Und den müssen wir jetzt plündern. Der ist 500 Öcken wieder wert. War ich also nur so halb großzügig, weil ich noch einen Backup-Plan hatte. So. Und das Geld liegt auf der Straße und zwar eigentlich genau in dem abgebrannten Teil da vor uns. Oder links von uns. Keine Ahnung, irgendwo, wo es abgebrannt ist. Gleich in der Nähe.
Und dann sind wir wieder flüssig. Hoffentlich nicht zu sehr, sonst sind wir ja überflüssig. Dann können wir uns nicht leisten. Ja. Da hatte ich doch den richtigen Riecher. Alles gut bei dir? Oh, wieder so eine Animation. Kann man dir helfen? Come on. Hold. Hey! Need a hand with your horse? Sounds good. Oh, hey, hey, come back! Oh, ach, das no. läuft ja noch weg. Das kriegt man wieder. Das kriegt man wieder. Bleib stehen, du Gaul. Ich glaube, da ist ein... Nee, das Dynamit ist falsch. Ein Lasso wäre das Richtige. Mensch, das hat aber einen Speed drauf. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht hinten. Ja, ist ja alles gut. Ich sagte, es ist alles gut. Na also. So, das bringen wir jetzt noch zurück. Da wird er sich bestimmt freuen. Hier. Ja. Oh, this is really nice of you. Thank you, thank you, thank you. Please. Gern geschehen. Accept my thanks as reward. I won't forget this. Sure, Mister. Ja, danke. Ein Danke als Belohnung. Leck mich am Arsch. So, hier aber in der abgebrannten Stadt gibt es eine Stelle mit einem versteckten Goldding. Ansonsten ist hier nicht viel los. Ich glaube, das war hier im Sheriff-Teil. Irgendwo hier. Da in dem Schmuckkästchen. Eine Schatulle. Und ein Rezept. Pferdestimulanz. Gleich mal untersuchen. So, jetzt können wir es weglegen. Und ein großer Goldbarren. Ja, damit. So. Yep. Wunderbar. Ja, glaub, mehr ist hier nicht los. Dann würde ich aber tatsächlich schon nach der Folgenzeit sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.